Reichen zwei, ne? Drei? Drei, okay. Wow. Also da habe ich mich selber gerade fast gesehen, und zwar tot. Also ich habe mich echt tot gesehen. Aber ist ja scheinbar nochmal gut gegangen. Moment, ist ja auch weg. Die Munition nehmen wir auch noch mit. Bravo hat's nicht geschafft. Grayson, Beeilung. Sie müssen die Schurfraupe allein erledigen. Kriegen Sie das hin? Ja, ja, ja. Aber nur, weil Sie so nett darum bitten. Okay, neuer Abschnitt. Grayson musste durch einen wahren Irrgarten von Bestientechnologie, um die zweite Raupe zu finden. Sie zu zerstören würde schwer werden. Aber tausende Leben hingen davon ab, dass Grayson die Raupe noch vor Luxemburg aufhielt. Ja, neuer Abschnitt. So, Konstruktionszone Gerolstein, Deutschland, 1959. Als Cartwright die Größe dieser Schiffraupen beschrieb, dachte ich, dass er mal wieder übertrieb. So wie er in der Verhandlung übertrieben hatte, als er meine Fahnenflucht als größtmögliches Kriegsverbrechen bezeichnete. Er weiß es besser. Ich habe vielleicht meinen Posten verlassen, aber meine Aufgabe habe ich nie vergessen. Ich allein habe in 2 Monaten mehr Umwandlungszentren zerstört, als er mit einer kompletten Division. Er ist einfach nur sauer, weil ich sein Lieblingsrekrut war. In seinen Augen habe ich ihn entehrt, als ich die britischen Royal Marines entehrt habe. Okay. Also ich, Marquis, ja, Kommando, gut. Hier Colonel Mallory. Lieutenant Bouchard ist bei mir. Wir sind unterwegs nach Luxemburg, brauchen Notlandeplatz. Geben Sie mir meinen Vater. Sagen Sie ihm, dass wir das Ziel der Transporter und ihre Quelle haben. Wir waren... Zumindest gehe ich nicht umsonst zu Fuß. Ja, immerhin. Keine Ahnung, ob es gut oder schlecht ist, da drauf zu schießen. Aber ich schieße da mal drauf. Ach so, das war eine... Tue ich mir da nicht weh, wenn ich da drüber laufe? Ich weiß nicht. Ich habe mir auch nicht getraut, da hinten das Dingens da zu holen, weil ich nicht wusste, ob ich... Ich sag mal, wenn ich über diese Lava laufe, ob ich da Schaden nehme oder nicht. Scheinbar nehme ich da keinen Schaden. Ach, hi. Ich habe mir gerade überlegt, ein Dingens reinzuschießen. Granatwerfer, aber... wer verschwendete Munition. Ich glaube, bei denen wird gar nicht mal so unübel. Okay. Die halten mehr aus als gedacht. Die halten wirklich mehr aus als gedacht. Okay. Nein. Ja, auch nicht ganz, aber ich brenne. Und ich bin tot. Also nehme ich doch Schaden, wenn ich da durchlaufe, oder wie? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wo bin ich denn da hängen geblieben? Also ist das doch Lava, die mich da verbrutzelt hat. Aber wieso kann ich denn hier rüberlaufen? Das macht doch keinen Sinn. Das macht halt echt keinen Sinn. So, für mich zumindest. Da kann ich rüberlaufen. Wenn ich hier aber da reingehe, bin ich tot, oder was? Das sollte ich mir für später aufheben. Fällt mir gerade mal so auf. Na komm, lad nach. So, uns wurde ja die Shotgun anvertraut. Nein? Ja. Jawoll, Alter! Sauber! Das ging gut rein. Da geht doch. Manchmal lernt man auch, wenn man stirbt. Kostet zwar ein bisschen Zeit, aber hey. Munition für Razor voll. Nein! Wo wollt ihr denn hin? Ach nee, okay. Schon hier zwei von euch.
Problem ist, ich... Ja, gut. Ich habe ein paar Dingens. Jawohl. Na, scheiße. Na, immerhin. Fuck. Na, explodierst du jetzt? Natürlich explodiert er immer noch nicht. Und wieso schießt er die jetzt auf einmal mit mir? Auf mich. Mit mir vor allem. Was war das denn? Warum schießt ihr denn auf einmal auf mich? Das habt ihr vorher nicht getan. Hä? Hat dein Spiel sich hier überlegt? Hey, wir hören jetzt doch nicht mehr. Keine Ahnung. Ich denke mal, ich werde hier irgendwas gerade gefunden haben. An Raketenwerfer oder sowas, aber... Balle Leib jetzt erstmal ganz kurz mal auf der Wache. Munition für Sturmgewehr. Kannst du jetzt mal bitte... Ey, wir killen uns halt beide gegenseitig. Oder hat das Spiel auf einmal den Dingen zerstören hochgemacht? Oh, Lagmunition. Hol ich mir erstmal die Lag. Oder hat sich das Spiel gedacht, hey, komm. Ich stell mal jetzt mal ohne... Einfach so, weil ich Bock hab, mal den Schwierigkeitsgrad hoch. Oh, fuck. Es kann ja auch gut möglich sein, dass er... Das ist auch wie... Ja, keine Ahnung. Deswegen auch immer den Schwierigkeitsgrad hochgestellt hat. Ich habe nichts geändert. Kannst du jetzt sterben? Danke. Tschüss mit dir. So. Wenn man erstmal weiß, wo der ganze Kram ist, dann ist es auch easy. Nein, 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 doch, 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 doch. Da wollte ich hin. Toter Knecht. Da sterbe ich nur. Ja gut, ich weiß zwar, wie man darüber kommt, aber nee, lassen wir mal. Die Frage ist, muss ich denn da lang? Okay, ja, muss ich. Also hier muss ich lang. Nicht da drüben, wo ich erst mal dachte. Hätte sein können. Ich denke mal, dass die ganzen Schriftstücke und sowas wahrscheinlich doch relativ interessant sein könnten. Unter Umständen. Aber ja, bevor ich da wieder drauf gehe... ist es natürlich dann besser, wenn ich es halt so mache. Und zwar nicht dahin gehen. Das Gute ist, dass dieses Mal die genau auf den Schild böllern. Und nicht irgendwie in mein Gesicht rein. Zusätzlich überhitzt das Maschinengewehr nicht mehr. Oder überhitzt das Maschinengewehr nicht. Was halt wirklich ein bisschen komisch ist an das MG, ist ja so, dass man dann halt mit dem Stick steuert. Also mit dem Stick halt lenkt. Du sitzt denn da, gehst dran und denkst dir so, warum funktioniert's denn nicht? Weil du halt ganz normal wieder mit X-Kreis und hast du nicht gesehen, da umherlenkst. Was ist das? Was ist das denn? GEV-Feldbericht. Am Fuß der Tau war eine Nacht befestigt. Pergament war, war durchnässt, aber ich konnte den Text teilweise entziffern. Es war der... Könnt ihr pausieren? Oh, Tagebuch von unserem Mate. Ja gut, dann wäre es vielleicht doch interessant gewesen. So viel aber zum Thema interessant. Nein, 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 nein. Ja. Wie behindert die Dinge in seinen Tunnel angucken, ne? Nein. 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 Ja. So. Also die Shotgun ist halt echt gut dagegen. Muss ich mal so neidlos anerkennen. Und das Ding soll ich da zerstören. Okay, dann müsste rein theoretisch ja eigentlich das Ding jetzt hier kaputt gehen, oder? Ja. Wie gesagt, verstehe ich zwar nicht ganz... Okay, er sneakt automatisch darüber, okay. Ich wollte halt sagen, nicht, dass ich da irgendwie blöd reinfalle und tot bin.
einfach nur so fort. Frage ist, warum habe ich Bohrer-Munition gefunden? Brauche ich den noch? Ah, sehr schön. Dass er auf unsere Position denn jetzt herkommt. Nee. Schockmunition ist wichtig. Einmal bitte. Danke. Einmal Deckung. Also dieses Deckungssystem haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Das muss man einfach mal im Spiel jetzt lassen. Mit dem automatischen Deckungssystem haben sie gut umgesetzt. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr praktisch. Und ist halt teilweise auch wirklich sehr, sehr hilfreich. Komm. Schießen wir damit mal. Immer weiter. Aber irgendwie, keine Ahnung. Was ich overall dann... ja, von der Story halt halten soll. Weil ich verstehe halt immer noch nicht so wirklich den Sinn von diesem Teil. Klar, du bist an einem anderen Punkt. Das verstehe ich schon, klar. Dass man nochmal einen zweiten Blickwinkel haben möchte, ist auch verständlich. Aber ich denke mal, den richtigen Sinn von dem Kapitel hier, beziehungsweise Spiel, ich denke mal, das wird uns alles wirklich dann erst in Resistance 2 so klar gemacht, denke ich mal. Wo dann vielleicht endlich mal rauskommt, warum oder was denn hier wirklich noch so weiter passiert ist. Und ob vielleicht die Heilung oder sowas. Hier sind Gräber. Verstanden. Gehen Sie nicht so nah ran. Das ekligste, das ich je gerochen habe. Sogar schlimmer als englisches Essen. Okay. Ah, wie gesagt, da bin ich auf jeden Fall dann doch sehr gespannt, wie es halt weitergeht. Weil nicht, dass es... Manche Spiele haben dann ja auch einfach nur einen Filler. Ey, pass auf, wir müssen da jetzt irgendwas raushauen. Und das wäre halt ein bisschen dumm. Weil PSP, klar, es gab halt viele Spiele, aber nichtsdestotrotz, manche wurden dann halt einfach nur so rausgehauen, um halt, hey, wir haben ein Spiel für unseren Handheld rausgebracht. Alles klar, ist okay. Ist wie so ein kleiner Cheat gefühlt. Ich werde jetzt einfach mal durchlaufen. Ich weiß nicht, inwiefern das... Denn gerade gleich vor... Was? Okay. Alles klar. Dass das Gas so krass reagiert, ne? Das... Habe ich jetzt nicht so gedacht.